Ja, und wir schauen jetzt in die Brust, in den Darm und in die Prostata. Tja, und das kann man derzeit nämlich im Europark bei überlebensgroßen Organmodellen machen. Die Salzburger Krebshilfe hat diese aufgestellt, um einmal mehr auf die wichtigen Themen der Vorsorge und der Früherkennung von Krebserkrankungen aufmerksam zu machen. Vorsorgeuntersuchungen sind vielen von uns ein Graus. Doch alleine Darm-, Prostata- und Brustkrebs machen zusammen rund 37% aller Krebsneuerkrankungen in Österreich aus. Das sind 15.000 Betroffene jährlich. Laut der Krebshilfe Österreich würde sich diese Zahl durch mehr Früherkennungsuntersuchungen massiv reduzieren lassen. Die Ausstellung im Europark soll das wichtige Thema ins Bewusstsein holen und Leuten die Scheu davor nehmen. Also Vorsorge und Früherkennung sind ganz besonders wichtig, weil praktisch alle Krebserkrankungen, wenn sie früh erkannt werden, geheilt werden können. Und gerade bei der Brust zum Beispiel ist es so, dass Brustkrebserkrankungen, die früh entdeckt werden, auch immer völlig geheilt werden können. Man kann die Brust erhalten, die Frauen brauchen dann auch keine Chemotherapie üblicherweise, sodass also auch die Belastung durch die Erkrankung und durch die Behandlung doch geringer ist, als wenn ich das ewig hinauszögere und warte und halt erst spät drauf komme. Mit der Wahl des Ausstellungsorts will man viele Menschen erreichen und neugierig machen. Außerdem ist es schon speziell, einmal eine Brust oder einen Darm von innen zu sehen und eben auch krankhafte Veränderungen. Wir sind dem Europark sehr dankbar, dass wir wieder zu Gast sein dürfen. Es ist ein wichtiger Platz, wo sehr, sehr viele Menschen vorbeikommen und die Modelle haben eine große Anziehungskraft. Menschen, die da vorbeigehen und das sehen, die wollen da mehr wissen. Die kommen her, schauen sich das an, gehen durch den Darm durch und tauchen sozusagen in diese Welt ein, die einem Laien doch üblicherweise fremd ist. Ich glaube, das Thema Information in Kombination mit einer Inszenierung und mit großen Modellen, das funktioniert sehr gut. Und insofern, man merkt, dass die Leute sind interessiert, die Leute fragen auch nach. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept dieser Zusammenarbeit. Doch jetzt mal praktisch betrachtet, ist es nicht wahnsinnig schwierig, die circa 2 Tonnen schweren und etliche Kubikmeter großen Objekte in eine Shopping-Mall zu karren? Mittlerweile sind wir routiniert schon drin, weil wir es zum 4. Mal umsetzen. Aber es hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, je größer die Organe und die Modelle sind, umso plakativer und so veranschaulichend sind sie. Und unsere Technik hat das schon im Detail ausgeklügelt, dass wir mittlerweile das in die Mall bringen ohne weitere Probleme. Überzeugt von der Gesundheitsaktion, die einerseits aufklären und andererseits zur Vorsorge motivieren soll, ist nicht zuletzt der Salzburger Gesundheitslandesrat. Die Gesundheitstage hier im Europark halte ich für sehr wichtig, weil es so anschaulich ist, die Modelle, die da sind, die Informationsmöglichkeiten, die man hat. Und es sind immer Expertinnen und Experten da von der österreichischen Krebshilfe. Dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich, bedanke mich auch für die Zusammenarbeit beim Europark. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es extrem wichtig, dass solche Aktionen stattfinden, damit die Menschen einfach leicht die Möglichkeit haben, niederschwellig die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Und bei den Vorsorgeuntersuchungen trotzdem draufbleiben, sich nicht von Corona abhalten lassen, denn es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Die Krebshilfe informiert aber nicht nur bei solchen Gesundheitsaktionen. Der gemeinnützige Verein hat mehrere Beratungsstellen und eine mobile Beratung, bei denen sämtliche Leistungen kostenlos in Anspruch genommen werden können.